Habt ihr schon von Open Data gehört? Wenige, dann seid ihr genau richtig hier. Der nächste Vortrag, Tim Schikor von Inside Innovation zum Thema Open Data. So, hallo zusammen, mein Name ist Tim, hi. Ich darf heute mit euch ein bisschen über Open Data sprechen. Ich kann auch übrigens Amonique super empfehlen, ich war der erste Kunde. Deswegen super gut. Das war in dem Fall wirklich Brilli, ja. Was denn? Okay, dann steigen wir mal ein. Ich habe heute eigentlich nicht meinen Inside Innovation Hut auf. Wir machen sonst Innovationsberatung. Ich habe heute eher so meinen Open Source Business Foundation Vorstand Hut auf. Es geht also eher ein bisschen um offene Daten, offene Softwareentwicklung und ähnliches. Es haben jetzt wirklich, ich glaube, nur 5, 6 Leute den Begriff Open Data schon gehört gehabt. Okay, dann lassen wir mal einsteigen. Erster Schritt, ich will euch eine kleine Story erzählen. Wir haben praktisch Familie Brummel hier, die wir sehen, die suchen eine neue Wohnung. Jetzt haben die das Problem, ihr Sohn Michael hat Asthma. Also interessiert sie, wo ist denn die Feinstaubbelastung in Nürnberg am geringsten? Und, was immer noch ganz schön ist, so ein bisschen Umgebungsinfo, wie sind denn die Schulen in der direkten Umgebung, wie ist denn die Kriminalität dort und so weiter, wo man halt dann auch nicht vor der Tür angepöbelt wird. Das passiert jetzt hoffentlich in Nürnberg so gut wie nie, aber kann man mal schauen. Genau, und jetzt hat zum Beispiel die Stadt Nürnberg und das Land Bayern insgesamt ganz viele solche schönen Luftgüte-Messstationen in der Stadt verteilt. Und damit misst die Stadt praktisch die Belastung über die gesamte Stadt verteilt. Aber was bisher noch nicht passiert, ist das, dass das zum einen ansprechend aufbereitet wird und zum anderen typischerweise ist das noch nicht maschinenlesbar. Das heißt, es kann nicht einfach ein Service darauf zugreifen und das sinnvoll verarbeiten. Das wird immer mal wieder natürlich online gestellt, häufig auch als Excel-Liste, aber das ist nicht ganz so sauber und einfach maschinenlesbar. So. Und jetzt die grundsätzliche Idee von Open Data ist letztendlich, dass die Stadt in dem Fall ihren Bürgern die öffentlichen Daten, auf die wir sowieso grundsätzlich mittlerweile per Gesetz ein Anrecht haben, zur Verfügung stellen kann, damit dies in andere Anwendungen, irgendwelche Apps oder zum Beispiel könnte Immowelt das integrieren, wenn man seine Wohnung sucht, dass sie gleich Belastungsdaten und ähnliches dazu anzeigen, wo die Wohnung ist, integriert werden und damit eben ein Stück weit die Daten ansprechender aufbereitet werden. So. Das habe ich letztendlich schon erzählt. Wir haben das Ziel mit Open Data, wir haben offene, maschinenlesbare Daten, die können leicht weiterverarbeitet werden von jeglicher Art von Webservice, App und so weiter und es braucht dahinter offene Lizenzen, damit man auch darauf zugreifen kann. Hat natürlich jetzt so ein bisschen Bedenken, personenbezogene Daten, deswegen ganz klarer Ausschluss, was nicht verwendet wird, sind personenbezogene Daten, die sind alle anonymisiert, die Daten, natürlich keine sicherheitskritischen Daten und was auch nicht geht, urheberrechtlich geschützte Daten, das schließt sich letztendlich aus. Mit Open Data. So, woher stammen diese Daten typischerweise? Typischerweise sind es eben Verwaltungen, der Staat, Bundesländer, Städte oder Non-Profit-Organisationen, die diese Daten zur Verfügung stellen. Immer mal wieder passiert es auch, dass Unternehmen Daten zur Verfügung stellen, weil sie die Daten sowieso sammeln und jetzt keinen Vorteil davon haben, das zurückzuhalten. Deswegen auch häufig passiert es ja im Auftrag des Volkes sowieso mit dessen Steuergeldern, werden ja große Mengen Daten auch in der Wissenschaft, in der öffentlichen Verwaltung und Politik generiert für diese Zwecke. So, jetzt hat man natürlich so ein bisschen das Problem, wenn man sich so eine riesen Datenmenge anschaut, ist das ganz schnell irgendwie langweilig. Das sind tausende Daten und so weiter. Das, wo es wirklich interessant wird, ist letztendlich das, wenn das in den Kontext gestellt wird, nämlich in das echte Leben zusammengebracht wird mit den Visualisierungsmöglichkeiten, die wir zur Verfügung haben und diese Daten eben verwebt mit anderen Datenquellen, mit Geodaten und Ähnlichem. So, was braucht man dafür? Wir haben natürlich so ein paar Themen, die wir brauchen, damit es vielleicht auch in Nürnberg jetzt dann noch stärker wird. Es gibt mittlerweile zum Beispiel auch in Berlin ein Projekt, da passiert es schon in Ansätzen. Es braucht natürlich die Bürger, es braucht Journalisten, die darüber berichten, also alle Journalisten im Raum, gerne über dieses Thema berichten. Es braucht Wissenschaftler, die da weitergehen und dann natürlich insbesondere ja, viele der Leute, die auch heute hier sind, Entwickler,
Designer, Kreative, die mit diesen Daten sinnvolle Services bauen. So, jetzt mache ich ein paar Beispiele, damit es ein bisschen interessanter wird. Es gibt ein Beispiel, das ist aus Großbritannien. Da wurden die Überlebensraten von Patienten nach Herzoperationen visualisiert. Lustiger Effekt aus dieser Visualisierung: Es haben sich danach die Überlebensraten der Menschen auf einmal verbessert, weil diese Daten auf einmal sichtbar visualisiert da waren, sehr, sehr klar war, wie es ist, haben sich anscheinend die Prozesse in den Krankenhäusern angepasst. Dann gibt es eine schöne Anwendung, die, glaube ich, sehr, sehr gut ist, ist die Arzneimittelzulassung. Das muss sowieso von den Unternehmen eingereicht werden und mittlerweile sind halt diese Studien auch öffentlich zugänglich. Das heißt, wenn man diese Daten verarbeitbar macht, können auch andere auf diesen Studien aufbauen. Ein sehr schönes Beispiel aus Brasilien, das ja relativ korruptionsgebeutelt ist. Mal schauen, wie sie sich denn mit WM und Olympia und Ähnlichem schlagen werden. Aber was die mittlerweile machen, die veröffentlichen alle Staatsausgaben innerhalb von 24 Stunden. Dadurch haben die eine unglaublich hohe Transparenz, wo welche Gelder hinfließen. Und können so letztendlich hoffentlich auch das Vertrauen der Bürger wieder in ihre Politik steigern. Eine Sache, von der vielleicht schon ein paar Leute gehört haben, das ist OpenStreetMap. Da waren letztendlich Geodaten offen und frei zur Verfügung gestellt. Das ist diese ganzen Daten waren auch zusammengetragen von allen möglichen Leuten auf dieser Welt. Darauf kann man natürlich Navigationssoftware aufbauen und so weiter. Und das hier ist auch ganz interessant, das würden wir uns vielleicht auch in Deutschland mittlerweile wünschen, das gibt es in Chile, da werden die Spenden offengelegt, die jemand, ein Kandidat für ein politisches Amt gekriegt hat. Und diese Daten sind letztendlich offen und frei zugänglich. So, jetzt mal ein regionales Beispiel, um den Sprung wieder zurück zu Nürnberg zu schaffen. Es gibt in der ganzen Stadt verteilt auch Messstationen zu Lärm. Diese Karte hier gibt es online zur Verfügung, da kann man sich anschauen, wo ist der meiste Lärm, wo ist der wenigste Lärm, kann sich anschauen, wo das in der eigenen Region ist, wenn man vielleicht umziehen will, um rauszufinden, ob das für einen passt oder nicht, wie der Straßenlärm nachts ist, wie der tagsüber ist, in Bezug auf U-Bahn und Tram. Warum ist hier Beispiel in Anführungszeichen? Das hat einen Grund, diese Daten sind zwar auf der Webseite verfügbar, aber so nicht maschinenlesbar von irgendeiner anderen App verwendbar. Also Immerwelt könnte jetzt nicht hergehen, diese Daten in ihre Website übertragen, um anzuzeigen, ja, ist deine Wohnung, die du möglicherweise in Zukunft bewohnen willst, stark lärmbelastet. So, jetzt kommen wir auch schon fast zum Schluss. Es gibt so ein paar Vorteile, die das Ganze hat. Zum einen steht uns einfach möglicherweise dadurch, dass diese Daten auch zur Verfügung sind und klar visualisiert sind, mehr Wissen zur Verfügung, was uns helfen kann, bessere Entscheidungen zu treffen. Das zweite ist so, vernetzte Daten, und das haben wir schon übers Internet kennengelernt, hilft letztendlich die Innovationskraft auch zu stärken. Mehr Informationen hat typischerweise Einfluss auf die Innovationskraft. Und wir haben möglicherweise ein paar interessante neue Services, die wir jetzt noch überhaupt nicht zur Verfügung haben. Hier nur ein kurzer Bezug auf Open Government. Wer hat denn schon von Open Government gehört? Ah, es sind ja schon ein paar. Ist letztendlich der Versuch, Regierungen transparenter zu gestalten und das, wie Verwaltungen auch agieren, insgesamt transparenter zu gestalten über Informations- und Kommunikationstechnologie. So, wie geht das Ganze weiter? Ein nächster Schritt ist schon morgen Abend. Wer also Lust drauf hat, morgen Abend ist der Open Data Abend im Coworking Nürnberg ab 19 Uhr. Da ist dann auch ein Vertreter von der Stadt Nürnberg da, Robert Hackner, und ein paar weitere, die dann eben über das ganze Thema Open Data und den aktuellen Stand in der Stadt Nürnberg sprechen werden. Ein kleines weiter ist ein bisschen weiter weg noch, das ist der vom 14. bis zum 16. Februar nächstes Jahr, Open Up Camp. Da geht es um ein paar mehr Themen als Open Data, aber Open Data ist ein ganz wichtiges Thema darunter. Das ist eine Unkonferenz. Wer hat schon mal von einer Unkonferenz gehört? Okay, also es ist ein bisschen moderneres Konferenzformat, die meisten haben schon davon gehört. Und es wird letztendlich um alle Themen der Offenheit gehen. Open Innovation, Open Data, Open Source.
Gut, dann danke ich euch, wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und hoffe, wir sehen uns morgen Abend. Genau. Danke, Tim.